Ich glaube, das eine Team kämpft gegen dann Reno und Root, das Dream Team wir da. Das andere Team könnte vielleicht auf Elena treffen oder vielleicht sogar auf etwas anderes. Ketchi wird wahrscheinlich erst wirklich zum Ende hin wieder auftauchen. Sprich, wenn durch ist, dann kann man Ketchi wahrscheinlich endlich wieder nutzen. Alter, was soll das? Was soll das? Halt euch! Ich denke mal, die Reihenfolge der Gebiete wurde auch so ein bisschen durcheinander gebracht. Erstens, die wollen ja neue Gebiete für Part 3 haben. Und zweitens denke ich mal, die wollten für Part 2 auch jetzt nicht eine überdimensionales Spiel machen. Das ist jetzt schon riesig. Und theoretisch hätte man auch. Man hätte halt wirklich alle Kontinente und Gebiete besuchen können. Im Original war das zumindest zu den Zeiten so, dass man die manche Gebiete halt, dass man halt, es war noch ein weiter Weg. Also CD1 ist wirklich lang gewesen. Obwohl, die machen ja generell die Urteile länger als die. Ich bin mal gespannt, wie wir das alles noch umsetzen. Dauer-ATB! Tifa ist eine richtige Maschine geworden. Und nicht nur das, die gibt doch den anderen ATB, was richtig gut ist. Thank you.
Echoschirm. Übernimm du. Schön ist, man kann keine Waffe verpassen. Verpasst man eine, gibt es die beim Händler. Timing ist alles. Keine Panik. Wahrscheinlich muss ich die Kugel jetzt so hinstellen. Weil hier hört es nämlich nicht auf. Ich finde das aber wesentlich leichter als im Original. Mit dem Wind. Dann übernimm. Überlass das mir. Los. Ach komm. Jetzt hab ich hier das. Da geht noch was. Und jetzt knallt. Das war knapp. Ja, unten bleiben, abschauen. Spann die Schau aus, kurz verstanden. Nichts überstürzen. Los. Zum Angriff! Ja. Dann war's! Ja. Hier! Runter! Ziemlich hart, das! Wie schmeckt's?
schmeckt dir das? Also! Meine Fresse! Ziemlich schwach. Ich zähle auf dich. Ich leg los. Ja. Gib auf dich ab. Schon gut, ich hol noch was raus. Nicht nachlassen. Ja, jetzt los. Das Team ist eigentlich auch ziemlich gut. Wo kommen die denn her? Nicht übertreiben. Barret, Tifa? Rennt! Oh, vorwärts, vorwärts, vorwärts! Rufus ist ja auch vielleicht nah an Sklaventreiber, ne? Jawohl! Sofort! Alles bereit! Eindringlinge! Es ist Avalanche! Übernimm du. An die Arbeit. Genau so. Verschon mich, bitte.
Du stirbst nicht. Du kehrst bloß zurück. Alter! Ja, dieser Teil ist auch ein bisschen blutiger. Also ein bisschen brutaler. Sogar noch brutaler als der Part 1. Part 1, da haben sie ja das Blut ein bisschen zensiert. Oh. Warum so hastig, hä? Und Webeduri. Ausgezeichnet. Mit euch hatte ich eh noch eine Rechnung offen. Die Rechnung haben wir offen. Aber beglichen wird sie später. Leider schon Feierabend, klar. Wo wollt ihr hin? Oh nein! Oh nein, was? Einige Stunden zuvor. Jetzt sind wir Team B. Hat's geklappt? Aber das mit der Uhr ist ja cool. Haben sie sie so eingebaut. Auch gut. Hab's echt vermasselt. War dein erstes Mal. Eine Samurai-Serie? Und nur Übung macht den Meister. Außerdem hast du noch uns, oder? Ich weiß es leider auch nicht. Ich habe erst vor kurzem wieder Netflix. Ihr habt recht. Man lernt nie aus. Ich wurde ja mal gehackt. Also, ich hatte Netflix einen Monat lang. Dann wurde ich schon gehackt. Und es war ein Krampf, den Account wieder zu bekommen. Aber was ich schön finde, der Account ist, nachdem ich den endlich wieder unter Verschluss habe, sodass nicht mehr Geld abgeht und so, der ist jetzt auch komplett weg, zum Glück. Deswegen habe ich mir einen neuen Account gemacht. Und die Sicherheitsmaßnahmen ein bisschen verschärft. Ich hoffe, dass ein Verifizierungscode kommt, wenn jemand versucht, sich einzuloggen. Obwohl, ich muss da mal gucken, ob es dann noch andere Sicherheitsmaßnahmen gibt. Das, was mich eigentlich ziemlich gestört hat, ist, das Hacken allein ist ja kein Problem. Dann schnell Passwort ändern, fertig, ne? Aber man kann, ohne dass man eine Zustimmung gibt, die E-Mail-Adresse ändern. Normalerweise woanders bekommt man dann eine E-Mail, ob man das will. Und dann muss man bestätigen. Ich bekomme einfach auf der Arbeit 4 E-Mails. Die erste E-Mail, jemand aus einem anderen Land hat sich bei dir eingeloggt. Was untypisch ist. Musst du nachprüfen, schnell. Ja, war ja eigentlich schon zu spät. Zweite E-Mail. Mein
Meine Accountstufe wurde angehoben, das heißt mehr Zahlen. Die dritte E-Mail war auf Spanisch. Da stand E-Mail-Adresse geändert nach deinem Wunsch. Ja. Und die vierte E-Mail war auch auf Spanisch, da habe ich schon gar nicht mehr geguckt, was die übersetzt heißt. Und ja. Die einzige Möglichkeit, meinen Account wiederzubekommen, ist anzurufen. Ich und anrufen. Das hat auch super funktioniert. Nämlich gar nicht. Und dann hat es ein Jahr lang gedauert, da habe ich mich dann mit einem Betreuer zusammengesetzt und dann hat er das, also habe ich das mit seiner Hilfe dann gemacht. Das heißt, ich habe ein Jahr lang Netflix gezahlt, ohne es zu nutzen. Für den Hacker sozusagen. Deswegen war ich auf Kriegsfuß mit Netflix. Deswegen mag ich Netflix nicht. Was ich aber sagen muss ist, die haben halt leider ein scheiß gutes Angebot. Und mittlerweile habe ich jetzt mit Werbung. Mehr als 5 Euro will ich nicht ausgeben. Was ist das? Und ich muss sagen, die Werbung ist sehr human. Ich habe ja One Piece, die Serie, geschaut. Innerhalb einer Stunde ein Werbeblock von 15 Sekunden. Das geht voll klar. Manchmal auch zweimal ein Werbeblock von 15 Sekunden. Also nur ein Werbe-Halt-Ding. Das ist weniger als auf YouTube. Bei YouTube bekomme ich innerhalb von 5 Minuten 5 Werbung. Da ist die Werbung länger als das Video. Auf gleiche Weise lässt sich wohl der Lebensstrom steuern. Glaub ich zumindest. Boah, was ist denn das für eine Energieleiste jetzt? Wird Eris jetzt hier... Bekommt die einen... Power-Up? Fülle Gefäße des Lebens mit Energie aus dem Lebensstrom. Auf diese Weise kann Eris dem Tempel des alten Volks wieder zu mehr Stabilität verhelfen. Je nachdem, wie viel Energie Eris sammeln konnte, wird ihr bei Kampfbeginn etwas Schutz gewährt. Geil. Ich muss sagen, die One Piece Serie, also mit den realen Schauspielern und so, mega gut. Ich freue mich auf eine zweite Staffel. Und ich bin bei sowas ja immer skeptisch, aber Oda hatte ja seine Finger im Spiel. Der hat da ja ein bisschen mitgeholfen, glaube ich. Der hat da so gesagt, wie es, was sie nicht machen sollten, sagen wir es mal so. Wieso findest du ihn nicht so toll? Die haben sich am Manga orientiert. Was will man mit mehr? Es gibt zwar ein paar kleine Abweichungen.
Und es ist auch schnell durchgerusht, könnte man sagen. Aber ganz ehrlich, die wollen doch nicht 100 Folgen eine Serie bringen. Ja, eben, oder? Nehmen wir mal Dragon Ball Evolution. Da stimmte gar nichts. Und zwar wirklich nicht. Schon allein das Verhältnis von Goku und Chi-Chi. Goku wusste nicht mal, was heiraten ist in der Serie, aber im Film so, hä, na Schnecke, willst du mit mir gehen? So ungefähr. Also das war furchtbar. Goku war da mehr so... Ja. Ich muss sagen, der Film war trotzdem irgendwie interessant. Mal was anderes. Aber... ja. Man sollte sich immer am Original halten. Finde ich.